Gut, die taktischen Anzeigen sind wieder eingeschaltet. Ja, aber ich glaube, wir haben hier ein Problem. Ich denke, das Blinklicht bedeutet nichts Gutes. Und vor allem das Schriftzeichen. Warnung. Warnung. Es ist Apophis. Er ist hier. Etwas früher als erwartet. Wahrscheinlich wurde er gewarnt und hat die Geschwindigkeit erhöht. Was machen wir jetzt? Wir ziehen uns zurück. Und was ist mit Jack und Tiag? Apophis Truppe geht um Vorrasch herum auf Angriffspositionen. Die würden uns sofort zerstören, wenn wir uns nähern. Ich werde sie nicht zurücklassen, Daniel. Wir brauchen noch etwas mehr Zeit. Wenn wir hinter die Sonne gehen, entdeckt uns die Flotte nicht. Du bist verletzt. Das wird schon wieder. Wo sind die Tok'ra? Leider ist der Versuch, ihr Schiff aufzuhalten, misslungen. Jedoch habe ich ein Geschenk, das die Reise wert erscheinen lässt. Das hast du gut gemacht. Feuersteuerung aktiviert. Gleiter gestartet. Gebieter Apophis, die Scanner haben eine Flotte von Gleitern entdeckt, die von der Rückseite der Sonne kommen. Fangen Sie ab. Die Flotte ist auf Kurs, Sie verlassen das System. Erhöhen Geschwindigkeit. Er fällt auf den Köder rein. Die Flotte verlässt Vorrasch. Wir nähern uns den feindlichen Schiffen. Mein Gebieter. Es gibt keine Lebenszeichen, die Schiffe sind unbemannt. Eine Täuschung. Die Sensoren haben ein Hattak entdeckt, das sich dem Planeten nähert. Noch 4 Minuten, bis die Sonne zur Supernova wird. Wir müssen jetzt weg. Meine Berechnung war korrekt. Auf Gefechtsposition. Gebieter. Wir gehen auf Hyperantrieb. Die Langstreckensensoren erfassen ein weiteres Schiff. Das ist Apophis.